Das Familienunternehmen Knauf zählt zu den führenden Herstellern von Baustoffen und Bausystemen und ist auf allen 5 Kontinenten mit über 250 Standorten vertreten. Einer der größten Produktionsstandorte liegt zwischen Kyffhäuser und Harz am Alten Stollberg in Rottleberode. Über 250 Beschäftigte, zahlreich im Werk beschäftigte Dienstleistungsunternehmen, Logistikmitarbeiter, externe Handwerker arbeiten jeden Tag Hand in Hand. Die Arbeitsabläufe sind komplex und eine kleine Unaufmerksamkeit reicht. Schon ist es passiert. Es gibt 7 Schritte für einen erfolgreichen und gelebten Arbeitsschutz. Abgrenzen der Arbeitsbereiche und Tätigkeiten. Gefährdung ermitteln, Risiko bewerten, Schutzmaßnahmen auswählen und dokumentieren. Maßnahmen umsetzen, auf Wirksamkeit überprüfen und in den Arbeitsprozess integrieren. Wie ist das bei komplexen Abläufen und in einer 24/7-Produktion möglich? Für mich als Werkleiter ist es ganz, ganz wichtig, dass die Arbeitssicherheit verständlich und pragmatisch ist. Ist jeder Arbeitsunfall vermeidbar? Nur wenn alle mitmachen und der Arbeits- und Gesundheitsschutz als integraler Managementprozess aufgebaut ist, ständig überprüft und verbessert wird. Durch die Einbeziehung unserer Mitarbeiter haben wir den wichtigsten Schritt in eine gute Sicherheitsarbeit getan. Alle Produktions- und Nebenprozesse sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz werden als Einheit verstanden und in den Abteilungen umgesetzt. Ich führe Gespräche mit meinen Mitarbeitern. Wir haben das Shopfloor-Management. Nach der Ermittlung und Beurteilung einer Gefährdung erfolgt die gemeinschaftliche Erarbeitung. Eine Betriebsanweisung wird erstellt und dann erfolgt die Unterweisung. Arbeitsschutz ist Teamarbeit. Jeder ist wichtig. Alle Mitarbeiter, jeder Verantwortliche und die Sicherheitsbeauftragten. Das ist genau die Schlüsselposition, die geholfen hat, dieses starre System von oben nach unten zu durchbrechen. Wie aufwendig ist das? Der Aufwand ist relativ gering, weil nicht ein Einzelner das macht, sondern weil jeder gefragt ist. Jeder Einzelne kennt seinen Arbeitsplatz wie seine Westentasche. Ein Wissensschatz, der in den täglichen Arbeitsablauf einfließt. Die Belegschaft verarbeitet jährlich 850.000 Tonnen Rohstein zu handfesten Produkten. Die Arbeitssicherheit gehört immer dazu. Die Regeln sind verständlich, werden pragmatisch gestaltet und angewendet. Welche besonderen Fähigkeiten sind für die Umsetzung gefragt? Als Führungskraft muss ich gut zuhören können, damit Vertrauen entsteht. Die Kommunikation mit meinen Kollegen ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wenn man beides zusammennimmt, Arbeitssicherheit und auch Produktion, ist das eigentlich schon hervorragend, so wie es organisiert wurde. Man muss eigentlich Augen und Ohren überall haben. Alle sind motiviert, um die kommenden Herausforderungen zu meistern und den Arbeitsschutz als Managementprozess weiter zu verbessern. Es ist in den letzten Jahren immer größer geworden, das Thema, ne? Arbeitsschutz und auch Gesundheitsschutz. Ich denke, das ist ein Entwicklungsprozess, den wir alle zusammen mitmachen müssen. Mit unserem Arbeits- und Gesundheitsschutz sind wir auf einem guten Weg nach vorne und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren noch bessere Ziele damit erreichen können. Damit Arbeitsunfälle endgültig der Vergangenheit angehören.